Es geht jetzt weiter mit dem 46. Part. Ich habe jetzt hier im 45. die Schienen gelegt, da unten. Habe ich noch welche übrig. Ja, hier habe ich drei übrig. Die kann ich jetzt im Laufe des Parts jetzt hier noch platzieren. Dann teste ich das dann bald nochmal einmal aus hier. Hier noch einen hin. Hier hatte ich ja genug Gold dafür. Aber was ich jetzt sage ist, ich werde jetzt hier oben links einen Videolink einblenden, wo ich sagen will, dass da unbedingt der Dislike wieder entfernt werden muss. In meinen Sachen ist das erzwungen, weil ich nämlich geschrieben habe, Dislike dürfen nicht gegeben werden. Ich will jetzt wieder ein bisschen strenger dafür sein, dass Dislikes nicht gegeben werden dürfen. Aber es geht hier erstmal rasant runter. Wo ist denn dieser Knopf? Da. Man kommt aber auch relativ gut hoch. Also hoch geht's auch relativ schnell. Zack, jetzt bin ich wieder oben. Weil ich jetzt einen schnelleren Weg gemacht. Also bei 46 wollte ich ja noch nicht hier weggehen. Zum Dschungel gehen. Jetzt erstmal hier den Baum vorknüpfen. Ich bin noch nicht zugegangen, es wird schon wieder dunkel. Das geht hier auch hoch. Ich wollte jetzt, bevor es dunkel wird, hier nochmal kurz den Baum abholzen. Ist der Baum abgeholzt. Schwarzeichenholz rein. Verfällt der Baum dann noch. Ich pack jetzt mal hier jetzt den noch rein. Jetzt muss ich jetzt mal schnell nach Haus. Erstmal Brot habe ich nicht, aber ich habe Steaks hier. Kann ich dann gleich ein Steak essen hier. Schnell erstmal rein. Das sind auch ordentlich Hintergrundgeräusche, ich kann sie aber nicht unterbinden. Obwohl bei mir die Tür zu ist. Ach, ich wollte eine Eisenbahn. Dann gehe ich mal wieder die Hälfte hier rein. Wo hier so ein Stack ist, dann kann ich das ja hier packen. Nur noch 8 Goldbahnen, aber immerhin habe ich ja noch welche. Da sind noch Steinspitzhacken drin, die nehme ich jetzt auch nochmal mit. Das Redstone brauche ich nicht mehr, die Redstone-Fackel brauche ich auch nicht mehr, aber dafür brauche ich ein bisschen mehr. Ich glaube, ich würde mal hier die... Das war hier aus dem Holz hier rein. Ich habe noch 2 mehr Holz, aber ich glaube, da 62 würde ja eigentlich gut reichen hier. Dann würden wir jetzt mal einen 64er Stack wieder generieren. Jetzt ein paar Sticks wieder herstellen und wieder Fackeln. Und diese 3 Holz auch umwandeln. Und die Kuh ist gewachsen, ein Weizen. Ich muss natürlich dafür das Weizen mitnehmen hier. Und die Kühe sind gewachsen, das heißt, ich kann jetzt wieder 2 Kühe töten. Dürfen wir nicht verzichten hier. Das ist eine Kuh. Wo ist denn die andere? Da habe ich noch eine zweite Kuh gezüchtet. Da ist noch eine kleine Kuh gekommen. Hier mal raus. Eine Schiene hier hinsetzen. Schienen brauche ich sowieso erstmal nicht. Warum zerfällt der Baum da hinten nicht?
Hat bestimmt einen guten Grund, weil da noch Holz wahrscheinlich drin ist. Da liegt schon mal noch ein Setzling. Da ist bestimmt noch ein bisschen Holz drin. Ja, noch Holz. Deswegen geht's nicht weg. Habe ich hier vergessen, Holz abzubauen. Macht aber nichts, ich kann es direkt abbauen. Zack, hier. Kommen die Setzlinge und das Holz rein. Ich muss warten, dass sich vielleicht noch ein Setzling heraustropft. Ich weiß nicht, ob da ein weiterer rauskommt. Na, kommt mal bitte ein neuer Setzling noch raus. Jetzt habe ich zwei Setzlinge. Dann will ich hier wieder einen Baum pflanzen. Jetzt zerfällt dann noch eine Setzlinge. Wohl den brauche ich erstmal nicht hinsetzen. Ja, währenddessen da hinten zur Fichte gehen, um die dann abzuernten. Da gucke ich auch mal gleich, ob da mit der Fichte abbauen hier, der abhacken. Ich will schon wieder nicht oben hin. Ups. Da kommen direkt schon mal wieder zwei Setzlinge raus. Sind hier welche rausgefallen? Nein, hier sind keine gefallen. Da fällt noch immer der Baum. Keine Setzlinge. Dann muss ich mich einfach hochbauen, damit ich da hinkomme. Vielleicht kommt da noch ein Setzling. Kommt keiner mehr. Da liegt ja noch einer. Kommt nichts mehr raus hier. Aber ich mach nichts. Ich habe sowieso noch einen Baum hier. Ich kann auch hier reinhopfen. Den, was hier alles schon steht, wieder abbauen. Die generieren ja automatisch Kürbis. Da ist direkt wieder ein Kürbis gewachsen. Machen wir hier zu. Jetzt habe ich alles abgeerntet und es wächst direkt wieder ein Kürbis. Ich könnte eigentlich schon die ganze Kürbisse sammeln, um für Halloween erstmal einen schönen Part zu machen. Erstmal hier die Melonen weg. Wie eine Kartoffel, ich weiß auch nicht, wie ich die hergekriegt habe. Verrottetes Fleisch brauche ich auch nicht. Wo habe ich denn den Stack dafür? Das sieht man kaum, da sind 16. Leder habe ich auch noch wieder 2 gekriegt. Leder sammle ich ja auch, um erstmal dann einen Zaubertisch dabei herzustellen zu können. Aber so viele Setzlinge über 2 volle Stacks. Das ist ganz eine Menge. Und hier sind auch nochmal 8. Aber Dschungelsetzlinge fehlen mir. Deswegen gehe ich da so ein paar 55 bis 60 da einmal hin. Ich guck mal kurz, wie weit das mit dem Wachsen ist. Aber er ist schon relativ weit. Vielleicht kann ich währenddessen dieses schon mal ein bisschen erhöhen hier. Wo habe ich denn das Eichenholz? Hier habe ich Eichenholz. Was brauche ich denn nicht? Warum soll er nicht rein? Das muss ich so machen. Hier mich hochbauen. Richtig ein sehr hoher Turm werden.
Wir müssen wenigstens zu den Wolken reichen. Und soll dann außen da immer hochgehen können. Wohl der ist falsch. Das ist nur ein Hilfsblock. Fackel. Und noch eine Fackel. Hier sieht man auch schon das Weizenfeld da hinten. Jetzt wird dann die Sichtbarkeitssäule werden. Diese Säule soll nämlich weit sichtbar sein. Wenn ich die Sichtweite dann auf maximal stelle, allerdings ist dann die Framerate zu gering für die Let's Plays. Deswegen mache ich das dann. Das würde ich ja nur ohne Aufnahme sehen, aber dann habe ich natürlich kein Let's Play. Ohne Aufnahme. Oh, nochmal hier zwei hoch. Ich bin schon mal höher als das Haus. Ein bisschen Holzverbauung hier. Machen wir so lange noch, bis mein Holz aufgegangen ist. Das Erde hier ist einfach nur ein Hilfsblock hier. Erde kann ich nämlich schneller abbauen mit der Hand als mit Holz. Als Holz abbauen. Mir wäre es jetzt auch egal, wenn ich jetzt in die Nacht reingehe. Nochmal jetzt zwei höher. Weil das glaube ich, bin ich bis zu. Also ich mache das jetzt so lange, bis mein Holz aufgebraucht ist, dann werde ich runtergehen. Ich muss da natürlich meine Fackel hin. Weil ich das hier auch gemacht. Na, da fehlt die Fackel. So einen Fackelring herstellen. Holz habe ich ja noch, den 64er Stack habe ich noch. Hier sieht man schon, was ich alles hier gebaut habe. Da habe ich ja die Baumfarmen hingesetzt, da wird Kürbis und Melon gezüchtet, da werden Kühe und Schafe gezüchtet, da sollen noch Schweine hin. Da wird Getreide gezüchtet und da hinten wird Zuckerrohr gezüchtet. Das sind schon 5 Farmen, die ich aufgebaut habe. Die Getreidefarmen und die funktionieren halb automatisch. Genauso auch wie die Zuckerrohrfarmen, aber anders als bei der Kuhfarm, weil da muss ich die nämlich immer manuell nachzüchten. Es wird jetzt gerade dunkel, das ist mein letzter Stack auch. Also der Part habe ich noch nicht beendet. Hier ist erst mal 13 Minuten, aber man soll es mindestens 20 Minuten. Ich glaube, ich schaffe nicht mehr nochmal 2. Tag hier kommt wiederum auf beiden Seiten Fackeln dran. Gucke ich mal das Ergebnis bei Nacht an. Jetzt komme ich glaube ich nur noch ein höher. Der ist verbaut. Da ist jetzt die Tür, die geht jetzt zu. Jetzt habe ich sowieso nur noch einen Block, das heißt, jetzt habe ich meinen Stack aufgebraucht. Oh, jetzt geht's runter. Und platsch, ich bin ins Wasser gefallen. Muss ich hier so einen Geheimgang graben. Wenn man hier immer raus kann. Dann gut achte ich mal das Ergebnis bei Nacht von. Ah, es sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ist aber ein relativ lang geschwungener Weg. Ich will aber zu den Wolken noch hochkommen. Ist noch ein bisschen hin zu den Wolken da oben. Die Getreidefarm sieht ja hier von der Nähe auch ganz gut aus. Da hinten ist übrigens die Pyramide. Jetzt sind 70% davon gewachsen. Das ist aber noch nicht rein.
Also ich kann jetzt noch nicht abernten. Und dann muss ich natürlich auch alles wieder auf. Das ist natürlich das Manuelle, was man machen muss, ist die ganzen Samen da alle hinzusetzen. Aber das Abernten, das geschieht automatisch. Und wieder ein bisschen Sleeping, Sleeping, Sleeping. Da muss ich mal gucken, mal. Also das ist jetzt Türgeknackerin zu hören. Ich will jetzt runter in die Mine. Das geht vor allem runter, geht's schneller als hoch. Diese Power Drain, die hatten nur für den Weg nach oben gedacht. Jetzt gerade ich mich mal hier rein. Das ist nämlich eine ganz neue Richtung. Oh, was ist hier denn? Wieder ein Lavasee. Und eine Schlucht. Wir sind ja hier mit der Erde, also mit Holz wird es nicht gehen. Mit Holz wird es nämlich verschwinden. Für Zombies, wo kommen die her? Wie das einer von oben auf mich drauf springt, dass ich mich verhindern, indem ich hier Blöcke hinsetze. Weil da können die auch von oben nicht drauf springen und auch von der Seite sollen die nicht kommen. Da trägt dann Zombies Fleisch mit. Weil sie das nicht auf Peaceful spiele. Das würde schon mal reichen. Die brauchen deswegen keine Fackeln hin. Wegen der Lava. Und die Spitzhacke ist kaputt. Ich mache erstmal die gebrauchte Steinspitzhacke. Stein geht's ja etwas langsamer. Kein Holz, ne? Da kommt Kies. Vielleicht finde ich jemand nochmal Diamanten. Eisen. Nein, das war kein Eisen, oder? Ja doch. Und wir haben Kohle im Weg. Das dauert mit der Steinspitzhacke ein bisschen länger. Oh, es geht hier weiter. Ich glaube, ich mit dem Pfad erstmal gleich beenden wollen, weil gerade jemand mein Zimmer will. Ich hoffe immer, dass der Pfad euch gefallen hat. Ich zeige es mir mit dem Daumen nach oben. Teilen, favorisieren, abonnieren, weiterempfehlen. Alles, was ich sonst unter dem Video schreibe. Ich kehre nochmal schnell zurück. Bevor ich das beende, bevor ich beende, kehre ich erstmal wieder zurück nach oben. Aber durch die Power Grade geht es schneller. Und es ist zwar nicht Nacht, aber ich werde den Part wohl beenden. Bis dann und ciao.